Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch-Podcast Nummer 182. 182! Und den nehmen wir jetzt spontaner auf, als wir gedacht haben. Ja. Denn ich habe gerade dem guten The Ramen einfach nur quasi die Idee für diesen Podcast gepitcht. Und sofort ging es in eine kleine Diskussion aus und unsere Meinung haben wir ausgetauscht. Und ich habe da einfach kurz auf den Aufnahme-Button gedrückt, um irgendwas mit Grey irgendwie aufzunehmen. Und dann war aber Graustausch gesagt so, nein, wir müssen das richtig machen. Denn das wollt ihr ja gerne von uns, dass wir einmal über die Thematik reden, der Epic Store. Ja. Und die große Aufregung um diesen Epic Store. Genau. Die Grundlage dessen war, dass wir beide auch in der Vergangenheit uns schon öfter mal darüber unterhalten haben. Genau. Beginnend natürlich mit den Game Awards, wo er gelauncht wurde. Und wir dem Ganzen eigentlich relativ positiv gegenüberstehen. Genau. Aber uns natürlich nicht entgangen ist, dass viele Leute im Internet dem Epic Store nicht ganz so positiv gesonnen Richtig. Sind. Und dann kam es letztens dazu, dass auch aus einem ganz anderen Thema bei uns im Discord eine Debatte darüber ja. entbrannt ist. Und da habe ich immer gesagt, wisst ihr was? Schreibt mir mal eure Kritik hier rein und dann machen The Ramen und ich darüber einen Podcast. Genau. So, und es kann sein, dass der jetzt so eine Mischung aus Graustausch und irgendwas mit Grey wird, ja. weil er ist jetzt nicht minutiös aufgeschrieben, genau. welche Punkte wir abhaken wollen. Aber ja, man hat gerade gemerkt, wir sind einfach automatisch schon ja, ins Reden genau, gekommen. Deswegen. Ja, und wir können ja vielleicht erstmal sagen, warum wir damals, als er angekündigt wurde, erstmal so positiv ja. bestimmt waren dem Launcher gegenüber. Na, die ganz einfache Begründung war, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Steam ist einfach monopolführend eigentlich mehr oder weniger, was dieses ganze Launcher-Thema angeht. Es werden einfach alle Spiele, die es überhaupt irgendwie so gibt, sind aus Steam vorhanden. Mit Ausnahme vielleicht noch von GOG.com, die halt noch die ganzen Uralt-Spiele aufbereitet für moderne Windows-Systeme ja. und so weiter, noch Fall bieten. Aber mittlerweile ja auch und neuere, ne? Mittlerweile auch neuere, ja. ja. Aber das ist alleinstellungsmerkmal von GOG, dass sie halt diese ganz uralten Spiele ja. halt nur nochmal aufbereiten, dass man die auf modernen Rechnern und so weiter spielen kann. Ansonsten hat aber Steam halt wirklich eine absolute Monopolstellung. Es gibt zwar noch alle möglichen Einzellauncher, wie zum Beispiel Origin, Battle.net von Blizzard, etc., Ubisofts Launcher, wo halt aber die speziellen Spiele nur von diesen Publishern drin ja. sind. Und beispielsweise Ubisoft bietet seine Spiele ja trotzdem immer noch auf Steam an. Richtig. Und deswegen ist Steam einfach die Monopolstellung überhaupt. Hat zwar auch alle möglichen Features, wo man auch Kommentare hinterlassen kann, Bewertungssysteme, Kuratoren, Empfehlungen, Forendiskussionen, Mod-Unterstützung. Sich direkt an die Entwickler wenden. Genau, an die Entwickler wenden, Chat-Support, Stream-Support mittlerweile auch und Video-Support, Let's Play so mäßig. Einen In-Game-Chat sowohl schreiben als auch wirklich sprechen miteinander. Also wirklich viele tolle Features, muss man wirklich mal sagen. Ja. Und viele Jahre lang waren wir natürlich alle vollkommen zufrieden mit Steam, weil es funktioniert ja. Es gab zwar immer wieder Kritik in aller möglichen Form und Richtung, was Steam angeht, aber es hat irgendwie funktioniert. Aber jetzt auf einmal kam Epic und hat gesagt so, ey, durch Fortnite haben wir so viel Kohle gemacht, wir machen jetzt einen Launcher einfach ja. und wir sagen Steam den Kampf an. Und Kampf ist immer erstmal gut, was die Wirtschaft angeht. Ja. Denn das bedeutet, dass auch, wenn es funktionieren soll, diese Kampfansage, dass Steam sich Gedanken machen muss. Und sprich also noch besser wird und versucht, noch krassere Features für sich zu bringen. Und vielleicht auch Kritik, die schon seit Jahren existiert an Steam, auch mal wahrnimmt. Wie zum Beispiel, was bestimmte Spiele angeht, die auf Steam erscheinen. Ja. Wie zum Beispiel auch das, Greenlight-System vielleicht noch mal zu überarbeiten. Oder einfach besser mit den Entwicklern zusammenzuarbeiten ja. und ähnlichem. Ja, weil im Moment muss man sagen, also gerade was die Kontrolle der Spiele angeht, hat ja Steam schlicht und ergreifend einfach aufgegeben. Also man kann ja auf Steam mittlerweile nahezu alles einfach ja. Reinstellen und das wird geflutet mit einer Fülle an Betrug und Nonsensspielen ja, ja. quasi. Im Prinzip kann man so ein bisschen sagen, in finde ich sogar auf Spielen noch krasserer Form ist so das Netflix der Videospiele, ja. dass da zwar natürlich die ganzen Perlen dabei sind, ja, ja. aber man muss sie suchen in einem Haufen aus Müll. So. Weil, ich finde das ja auch wiederum nicht so mega schlecht, weil dadurch ja auch besonders so Einzelentwickler, die vielleicht wirklich noch zu großen Studios wollen, zumindest mal einfach mal ein Spiel rausbringen können ja. und damit ja. natürlich zu großen Studios gehen können und sagen, schaut mal, ich habe hier mal ein eigenes Spiel mal wirklich entwickelt, alleine, ist nichts Großes, nichts Besonderes, aber ich habe mir was versucht, ja. schaut mal. Aber, das mag ich wiederum. Aber sie gehen halt teilweise auch wirklich einfach völlig unter. Richtig. So.
Ja, aber was bei mir so dieser entscheidende Punkt war, war einmal auch dieses, ja, Geschäft, Konkurrenz belebt immer das Geschäft, genau. So, weil, ob, ja, es ist ja für uns im Prinzip egal, also es setzt Steam aber unter Zugzwang, ja. Auch deshalb, weil Epic so aggressiv vorgegangen ist, ja. Darüber werden wir auch gleich noch reden und auch ansprechen, dass da vieles nicht gerade moralisch einwandfrei war, ja. Wie Epic da vorgegangen ist, aber sie haben, sind massiv aggressiv in den Markt gestartet, ja. Und setzen Steam unter Zugzwang. Und für mich war halt der große Punkt, der von vielen meiner Meinung nach übersehen wird, war der, dass es den Entwicklern extrem zugutekommt. Denn ja. Das darf man wirklich nicht übersehen, dass im Moment wir im Videospielbereich wieder mit massiven Entlassungswellen zu tun haben, mit kleineren Studios, die schließen müssen, ja. Weil einfach ihre Spiele nicht lukrativ genug sind für sie. Und ja, es ist einfach so, auf Steam haben die einen 70 zu 30 Cut. Genau. Ne? Da kriegen die also einen 70% des Einkommens. Genau, geht an die Entwickler, 30% in Steam. Und Epic hat ein 88 zu 12. Da nimmt also Epic 12% des Einspielergebnisses und 88% kriegen die Entwickler. Ja. Was halt ein enormer Unterschied ist, gerade für kleinere Studios. Ja. Zumal es ja auf Steam sogar noch so ist, dass ab einer bestimmten Verkaufszahl der Share besser wird für die Entwickler. Genau. Was für mich halt wirklich das völlig falsche Konzept ist, zu sagen, hey, wenn ihr eh schon Millionen und Milliarden damit scheffelt, dann kriegt ihr noch mehr. Ja. Und die kleineren Studios saugen wir aus. Richtig. Und das so. Hat zum Beispiel Epic nicht. Ja. Dieses Prinzip, wenn ihr mehr verkauft, dann ist das, ist, dann kriegt ihr euer Geld so nach dem Motto besser. Sondern das von vornherein einfach nur dieses 12% kriegt Epic und fertig. Und es gab, glaube ich, auch noch irgendein anderes Einstiegsding, was noch angenehmer war bei Epic. Habe ich gerade irgendwie so im Kopf. Ich habe so im Kopf, irgendwas war noch, dass man bei Steam allein, um das Spiel zu starten, musst du, glaube ich, auch eine Startsumme erstmal zahlen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei Microsoft mal war. Ja, ich... Naja, also... Egal, es gab jedenfalls noch eine Sache, die auch bei Epic besser war. Es kommt den Entwicklern extrem zugute. Und ja, auch da habe ich auch bei uns im Discord das Gegenargument gelesen. Es hat sich ja jahrelang niemand beschwert. Darüber. So, wo ich dann denke, naja, es wird schon Gründe haben, dass die großen Companies, die sich das leisten können, ja. Alle versuchen, ihren eigenen Launcher an den Richtig. Start zu bringen, damit sie eben die Einspielergebnisse nicht mehr teilen müssen. Richtig. Aber auch bei den kleineren Entwicklern sage ich, na gut, aber wenn Steam nun mal diese Monopolstellung hat und die weltweit größte Vertriebsplattform für Videospiele ist, ja. Naja, was sollen die kleinen Entwickler denn machen, außer zu schlucken, dass sie nun das, mal ja. mit ihrem Spiel, und das ist so, das könnt ihr nachlesen, darüber gibt es zahlreiche Quellen ja. und Berichte, mit ihrem Spiel gerade so über die Runden kommen oder eben auch, wie gesagt, viele Studios gescheitert sind. Ja. Einfach, weil ja, weil eben ihr Anteil nicht gerade der größte war. Gerade wenn es ein kleineres Spiel ist, was jetzt nicht $60 kostet, sondern halt 20. Genau. So in dem Dreh. Ja, und das ist durchaus Kritik auch an Steam, dass sie halt so krass sind, was dieses ganze Teilen und so weiter angeht. Was halt Epic gesagt hat, wir wollen das besser machen. Wir wollen entwicklerfreundlicher einfach sein. Und das Ding ist, was man so bisher auch gehört hat, funktioniert es auch. Ja. Viele Entwickler haben sich schon auf einmal, auch teilweise spontan mehr oder weniger, dazu entschieden, ey, wir machen jetzt nur bei Epic, weil es einfach tausendmal besser für uns ist. Ja. Sowohl große Publisher als auch kleine Publisher und Entwickler und so weiter. Einfach nur, weil sie mehr Geld bekommen und weil es einfach viel, viel einfacher für sie ist, auf Epic, mit den Epic-Entwicklern sozusagen klarzukommen, also mit der Epic-Plattform. Ja. Da haben, ich weiß, es gab auch schon Berichte davon, dass viele Entwickler auch Probleme mit den Steam-Leuten einfach hatten. Bevor sie mal irgendwie, also vor allem in kleineren Studios, ja. bevor sie mal irgendwen bei Steam bekommen haben, der sich um ihr kleines Spiel mal irgendwie kümmert und sonst irgendeiner Form, weil es da irgendwelche Probleme gab, mit, zum Beispiel mit dem Upload auf der ja. Plattform auf Steam, dass ihr Spiel nicht rechtzeitig zum eigentlichen Launch gestartet ist auf Steam. Oder aber es bei Steam nicht funktioniert mit einem Download, etc. Ja. Gab es alles schon an Geschichten, weil es dann bei den ganz kleinen Entwicklern einfach so war, dass Steam gesagt hat, ey, wir haben gerade keine Zeit, wir müssen uns um die Größeren kümmern. Wie immer, wenn etwas so riesig wird. Siehe YouTube. Natürlich. Wo du als kleinerer Content Creator eigentlich keine Chance hast, irgendwie genau. von dieser Firma Richtig. Zu erreichen. Natürlich, sei jetzt auch mal nicht eingestellt, falls Epic jemals so groß sein sollte, wie Steam werden sollte, ich bin mir relativ sicher, es wird dort auch nicht anders sein. Ja, wobei Epic ja auch von Beginn an auch da, ne, es ist alles Stand jetzt, so, es kann sich auch alles ändern.
Aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen halt ausgewählt Spiele in den Store bringen. Genau. Ich glaube, nicht mehr als 5 pro Woche oder so, haben sie gesagt. Es gab irgendeine Regelung, ja. So, aber dass sie auf jeden Fall halt über die Spiele drüber gucken, ja, die sie sich da ranholen. Und es damit halt auch ein Stück weit übersichtlicher erhalten wollen, weil wenn nur eine bestimmte Anzahl an Spielen pro Woche kommt, kann man das natürlich auch viel besser kontrollieren. Richtig. Letztendlich. So, das erstmal dazu. Und dann kommen wir halt mal zu dem ersten Punkt, wo man wirklich sagen muss, okay, das ist schon ein bisschen sehr shady, was ihr da gerade tut, ist natürlich, dass Epic halt tatsächlich mit den Entwicklern und Publishern Deals abgeschlossen hat und teilweise wirklich kurzfristigst vorm Launch Spiele wirklich von Steam abgeworben hat, sozusagen. Also auch wirklich abgeworben. Ja, auch Spiele, die schon bezahlt waren, die schon gekauft waren, da wurde dann in der Regel auch so eine Regelung getroffen, wie du kannst es dann auf Steam trotzdem noch spielen. Genau. Aber nichtsdestotrotz verstehen wir da den Ärger total, dass wenn man das bei Steam gekauft hat, vielleicht schon, deswegen, Leute, bestellt keine Spiele vor. Ja, ja. Und dann heißt es plötzlich, wupp, Epic. So, und dass man dann ja auch davon ausgehen muss, dass auch weitere Spiele der Reihe dann eben nicht mehr bei Steam erscheinen werden, sondern eben bei Epic. Und ich fand, also Metro war das prominenteste Beispiel. Metro war das krasseste Beispiel. Aber es gab auch vorher schon eins, was den Leuten, glaube ich, weil es kleiner war, gar nicht so aufgefallen ist. Ashen wurde auf den Game Awards angekündigt mit der Aussage, es ist jetzt draußen. Ich so, geil, geh auf Steam, to be announced. Denk so, hä? Und dann habe ich so nach und nach gedacht, Moment, Ashen ist gerade Epic Store exklusiv geworden. Ja. So, das ist nicht jetzt draußen, es ist jetzt für Epic draußen. Das war schon auch krass, ja. Aber wie schon gesagt, es ist noch nicht aufgefallen, aber mit Metro war halt schon, das war wirklich heftig. Es war 2 Wochen vor Launch und auf einmal kommt die Nachricht, ja, übrigens, wir werden jetzt Epic exclusive. Also für ein Jahr. Ja. Für ein Jahr. Epic Exclusive und es ist wirklich, die Fans sind auf die Barrikaden gegangen. Und da war wieder so ein Ding, ich liebe das Internet, ich mag auch die Internet-Community-Gemeinschaft, aber da muss ich wirklich sagen, es war wieder eine dunkle Seite der Gemeinschaft, denn sie haben angefangen aus Wut, weil wie kann es denn der Publisher wagen, für bessere Konditionen einfach auf einer anderen Plattform ihr Spiel rauszubringen. Das hasse ich jetzt, also werde ich jetzt einfach all ihre Spiele, die auf Steam sind, einfach in Grund und Boden bashen, obwohl ich diese Spiele liebe. Ja. Und es ging halt wirklich damit los, dass dann Leute angefangen haben, weil Metro Exodus war nicht mehr auf Steam vorhanden, also konntest du keine Kommentare dazu nehmen. Also haben sie, und weil es Epic noch keine Kommentarfunktion zu diesem Zeitpunkt gab, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es mittlerweile ein Bewertungssystem, glaube ich, mittlerweile, zumindest ein einfaches. Bei Epic und jedenfalls war es gab noch gar keins, also haben sie ihre Wut an Metro 2033 und Metro Exodus, Metro Last Light. Ja. So, Metro Last Light Redux, so, haben sie ihn halt ausgelassen, haben da auch noch geschrieben, weil es jetzt für Epic ist und die haben uns alle voll verarscht und keine Ahnung was, schlechte Bewertung. Und auf einmal ist die Bewertung von meinen davorigen Metro-Titeln halt voll in den Keller gegangen. Ja. Und sie haben halt dann im Prinzip, haben sie damit, den Entwickler angegriffen, so die Entwickler, und haben die Spiele, die sie lieben, in Grund und Boden gehatet, obwohl das eine Publisher-Entscheidung war. Ja. So, und das ist halt so, ja, und das war das erste Mal, wo ich dachte, klar, ich verstehe den Ärger. Ja. Und ich fand auch, dass sich dort auch der Publisher nicht klug verhalten hat. Nicht unbedingt, nein. So, ich konnte das Interview, als ich das Interview gelesen habe, konnte ich das sogar verstehen, das habe ich auch verstanden. Was er geäußert hat, aber dass er im Prinzip dann noch so ein bisschen gestänkert hat, sozusagen, war halt nicht schlau. Nein. So, einfach aus PR-Sicht war es absolut nicht schlau. Was hat er nochmal genau gesagt? Oh Gott. Also, auf jeden Fall hat er so nach dem Motto, habt euch nicht so. Ja, ja, so. Er hat versucht, es runterzuspielen, er hat gesagt, so schlimm ist es doch nicht. Ja. So, genau. Aber das war das erste Mal, wo ich dann da saß, ja, verstehe ich alles, aber die Reaktionen der Spieler sind so völlig überzogen. Und dass da kam dann das Zweite, dass dann ganz viele halt gesagt haben, bevor ich mir diesen Epic-Schrott-Launcher runterlade, spiele ich es lieber gar nicht. Ja. So, und da dachte ich so, und dann sind wir beim zweiten Punkt, das ist der, glaube ich, sogar der Hauptpunkt, dass viele jetzt darüber
genervt sind, dass eben auf dem PC jetzt auch zunehmend Exklusivitäten entstehen. Ja. Und dass man jetzt eben, auch das verstehen wir, dass es nervig ist, dass man jetzt für EA einen Launcher braucht, ja, und für Blizzard. Vollkommen. Und dann gibt es Steam und dann gibt es GOG. Jetzt gibt es den Epic Launcher noch, der auch wieder Spiele nur für sich hat. Und so total. Aber da sagen wir beide, letztendlich sind diese Launcher alle kostenlos. Richtig. Das Investment, das ihr trefft, ist, dass ihr einer weiteren großen Firma eure Daten gebt. Aber das ist, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, sowieso schon völlig egal. Und dass ihr euch ein Passwort mehr merken oder aufschreiben müsst. Oder ihr nehmt einfach für alle Launcher genau dasselbe Passwort. Was ihr nicht tun solltet. Ja, aber... So, ja, ne? Aber es ist kostenlos. Es kostet euch, das einzurichten, kostet euch 5 Minuten eures Lebens. Und danach ist es genauso wie auf Steam ein Klick und fertig. Richtig. Und dass da jetzt teilweise so getan wird, als wäre das vergleichbar mit Konsolenexklusivität, wo du wirklich sagen musst, du musst dir eine 400-Euro-Konsole kaufen, damit du dieses Spiel spielen kannst, das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Nee. So, weil ich da sage, ich verstehe die Kritik, also da kommt auch gleich noch mehr Kritik an Epics Vorgehen. Ich verstehe die Kritik an Epics Vorgehen. Ich verstehe, dass man genervt ist davon, ja, dass auf dem dass der PC jetzt nicht mehr PC, Steam, fertig. Ja. So, aber ja, also dass da jetzt wirklich teilweise gesagt wird, nee, das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten freue, spiele ich jetzt nicht, weil es kommt für Epic. Ja. So haben wir jetzt auch gerade mit The Outer Worlds wieder, wo ich so denke, und da finde ich sogar, das ist sogar noch rechtzeitig angesagt. Ja, also auch Division 2 ist ja genauso ein Ding, was für Epic Exclusive kommt. Das haben sie auch schon lange, lange im Voraus gesagt. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass wir halt diese Exclusives machen mit diesen, für ein Jahr lang ist es exklusiv bei uns bei Epic. Wenn ihr wirklich so lange warten wollt, könnt ihr es dann nach einem Jahr auch bei Steam haben wollen. Ja. Wenn ihr wirklich beim besten Willen nicht den Epic Store Launcher haben wollt. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, also da, und da hat man teilweise wirklich schon absurde Kommentare gelesen. Also das war, da musste ich bei Social Media, auf Twitter musste ich wirklich lachen, als ich gelesen habe, dass Leute, nicht nur ein Mensch, sondern mehrere Leute geschrieben haben, nee, dann hole ich mir jetzt eine PS4 oder Xbox One. Ja. So, wo ich so dachte... Ich meine, hey, es ist schön für Sony und Microsoft. Ja, Glückwunsch. Switches waren sicherlich auch dabei. Ja. So, aber da denke ich mir so, okay, ihr seid genervt darüber, dass am PC ihr jetzt einen weiteren Launcher holen müsst, auf dem Sachen exklusiv sind, kostenlos. Ja. Und wählt deshalb lieber die Variante zu der alten, viel eingeschränkteren und teureren Exklusivität zu wechseln. Absoluter Schwachsinn. So, und also da, da sitze ich nach wie vor da und bin manchmal wirklich erschrocken darüber, mit was für einer Wut auf diesen Epic Store reagiert wird. Einfach nur, weil es eine Veränderung ist. Einfach nur, weil es nicht mehr alles auf Steam irgendwie vorhanden ist. Ja. Heißt das Gefühl. Klar, es gibt auch andere Kritik an den Epic Launcher. Eine Kritik ist zum Beispiel, was mir selber so einfällt, ich habe den Epic Launcher, also verteufelt mich, ich habe Metro mir für den Epic Launcher gekauft, weil ich habe mich auf Metro schon lange gefreut, ich wollte Metro Exodus spielen, ich habe unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel gehabt, auch wenn mein Rechner dabei fast krepiert ist, aber ich habe damit Spaß gehabt und es war toll und ich habe jetzt den Epic Launcher und ich logge mich da immer wieder ein und kriege kostenlose Spiele. Ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, ne? Man kriegt bei Epic, genau, ohne dass man was dazu zahlt, wie bei Sony oder Microsoft oder Nintendo, kriegt man jeden Monat gibt es zwei Gratis-Spiele, alle zwei Wochen kommt ein neues hinzu. Ja, auch da jetzt nicht so, wo man sagt, das ist so ein Ramsch, den man mal so weghaut, sondern ich meine, die ersten zwei Spiele waren halt Super Meat Boy Forever, okay. Ja. Und Subnautica. Ja. So, ich habe es mir jetzt gekauft, aber gut. ich war damals noch nicht bei der Zeit, wo ich dachte, ja, ich wage es. Ja, ja. Da war ich noch so, ich würde gern, aber unter Wasser und oh Gott. So. Ja. Das ist doch, ich meine, klar, es ist nicht für immer, also vielleicht, man weiß es noch nicht hundertprozentig, ist es momentan auch erstmal nur einfach, um auf den Markt zu kommen, für ein Jahr jetzt. Also ein Jahr lang ist jetzt wirklich so, dass jeden Monat zwei Gratisspiele dazukommen.
die man sich dann einfach in die Bibliothek hinzufügen kann. Du hast sie für immer. Ja. Das ist doch schon mal schön. Kritik muss ich natürlich selber an den Epic Launcher natürlich äußern. Es hat längst nicht alle Funktionen wie Steam. Das ist vollkommen korrekt. Man hätte besser diesen Launcher vorbereiten können. Man hätte besser gleich mit seiner Plattform starten können. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Das ist Kritik, die sich Epic gefallen lassen muss. Sie haben gemerkt, ey, wir haben echt viel Kohle mit Fortnite gemacht. Wir haben das Geld übrig, um eine eigene Plattform zu machen. Lass mal eine machen, ist eine geile Idee. Da hätten sie vielleicht sagen sollen, ey, lass das nicht gleich morgen machen. Ja. Sondern lass doch erstmal diese Plattform entwickeln, was wir alles an Features hinzufügen können. Man merkte halt, dass sie den unbedingt zu den Game Awards... Richtig, sie wollten den unbedingt so schnell wie möglich starten. Ich meine, er funktioniert ja auch, also meiner Meinung nach, einwandfrei in dem Sinn, was er kann. Ja. Er kann halt noch nicht alles. Wie gesagt, ich glaube, es ist vor kurzem jetzt ein Bewertungssystem dazugekommen, ein simples. Längst nicht so ausgefallen wie das von Steam. Es gibt, glaube ich, auch noch keine Kommentarfunktion. Wie gesagt, es gibt keinen In-Game-Chat. Ja. Es gibt keinen, ich glaube, es gibt keine Streaming-Dienste in dem Sinne, also irgendwas. Es wird anders dargestellt, das Menü und so weiter. Es ist halt im Moment wirklich noch sehr rudimentär, richtig, ein Launcher. Richtig, es ist doch ein rudimentärer Launcher. Und sie werden jetzt mit nach und nach, wenn sie immer mehr Features hinzufügen. Und in 1-2 Jahren werden sie wahrscheinlich auf demselben Stand sein wie Steam. Ja. Wenn die Plattform sich hält. Ja, man kann ja mal sagen, also Rantan hier hat das ein bisschen zusammengefasst in seinem Kommentar auf Discord. Da hat er geschrieben, Fakt ist aber, dass Steam für uns jahrzehntelang ein Segen war. Die Zentralisierung von Spielen, die früher alle auf den Festplatten rumgeflogen sind und man erstmal zum Laufen bringen musste, das alles hat Steam uns erleichtert. Kann man nicht gegen haben. Also, man kann zu seinem Spiel diskutieren, Foren lesen, Mods benutzen, bewerten und so weiter. Ja, und dann kommt dann dieses, als Steam für Entwickler seit endlosen Zeiten Spiele an den Mann bringt, habe ich noch nie von einem Entwickler gehört, dass es viel zu teuer ist, was Valve haben möchte. So, da haben wir ja schon was zu gesagt. Ja, und dann halt hier noch, wie widerlich, ob sie dir das Spiel über Steam bewirbt, hintenrum Bethesda anmacht und dann kurz vor Release so ein Ding abzieht. Einfach nur abartig. So, also in meiner Meinung nach ist noch nicht mal Release Tag ich wollte gerade sagen, bekannt. Outer Worlds, das dauert doch noch ein bisschen auch. So, und ja, da bin ich halt der Meinung, das kann man doof finden und das möchte ich auch gar keinen wegnehmen, aber das ist so für mich, das ist halt der Markt. So. Und ja, also ich finde letztendlich, also wie gesagt, all das stimmt, dass der Launcher natürlich noch sehr viel weniger bietet, aber zum Beispiel auch, als dann am Anfang das kam mit, es gibt keine Reviews und so weiter und so fort, auch da saß ich da und dachte so bei mir, es wird so getan, als wäre es in Zeiten des Internets schwierig, an Reviews zu kommen. Ja. So, und man muss ja auch da sagen, bei den Steam-Reviews, ne, wo dann teilweise, da brauchst du eigentlich, wenn das Spiel gerade 1-2 Tage draußen ist, brauchst du gar nicht reingucken, weil dann ganz viele Leute das eine Stunde gespielt haben und dann, scheiße. Ja. So. Und da muss ich sagen, also ich würde immer lieber eine ausgefeilte Review lesen, als dass ich mich auf die Steam-Reviews verlasse, weil, sind wir mal ehrlich, wenn bei Steam etwas nicht bei äußerst positiv oder sehr positiv ist, kann man eigentlich schon sagen, schauen wir mal. Ja. Und da gab es eben auch in der Vergangenheit schon zahlreiche Fälle, dass beispielsweise ein Assassin's Creed Origins, kann ich mich erinnern, wie Nip noch sagte, seht ihr, nach einem halben Tag, und das Spiel war halt sehr schlecht bewertet. Ja. So, und ich dachte, wie will man denn Assassin's Creed Origins, ein 60 Stunden RPG nach 8 Stunden, die es draußen ist, bewerten. Ja, das sind genauso diese Leute, die halt schon nach einer Sekunde ein YouTube-Video schreiben, voll cooles Video. Ja. So, und ja, klar, es gibt noch keine Foren, es gibt noch keine Möglichkeit, sich direkt an die Entwickler zu wenden und denen quasi Fragen zu stellen und so. Klar, fehlt das alles. Aber ja, da gibt es bei vielen dieser Punkte, gibt's so, wo ich sage, das wird sehr wahrscheinlich kommen. Es wird wahrscheinlich auch kommen, ja. Und es gibt die Möglichkeit, das außerhalb dieses Launchers zu tun. Richtig. Bei nahezu allem davon. Richtig. Dann muss man allerdings sagen, gab es denn jetzt vor kurzem eine große Kritik, wo ich auch wieder das vollkommen verstehe, dass dadurch halt der Epic Launcher nochmal ziemlich in Verruf geraten ist, leider. Da haben sie selber ziemliche Scheiße gebaut. Und zwar war es so, dass festgestellt worden ist, dass der Epic Launcher Dateien von deinem Steam-Profil ausliest. Und zwar Dateien, die eigentlich nur auf deinem Rechner vorkommen und nicht mehr in deinem Steam-Account selber sind. Das sind solche Dateien, die Steam selber auf deinen Rechner hinterlegt, für dein Profil, für deine Spielbibliothek und so weiter. Und selbst Steam greift darauf eigentlich nicht wirklich zu,
sondern es ist wirklich nur für deinen Rechner da, dass eine Verbindung zu deinem Internet-Account, so nach dem Motto, existiert, zu deinem Online-Ding. Ja. Dafür ist, dass du da und darauf greift selbst Steam eigentlich nicht zu. Das ist einfach dein Rechner, weil es sein muss. Und darauf, diese Dateien, hat der Epic Launcher darauf zugegriffen. Ohne Einwilligung von Steam, ohne dass Steam ja davon überhaupt erst wusste. Und das, muss man sagen, ist dann schon ziemlich, ziemlich arschig, dass sie so ja eine Datenschutzverletzung wirklich begehen, die wirklich kriminell eigentlich ist. Da wären auch bestimmt rechtliche Schritte. Ja, höchstwahrscheinlich. Da wird Steam bestimmt die verklagen, weil es nicht sein kann, dass halt ein anderes System deine Dateien ausliest. Ja. Also da muss man sagen, da hat Epic wirklich richtig Mist gebaut. Das hätten sie nicht machen sollen, nicht machen dürfen. Es ist einfach, wie gesagt, es ist kriminell. Und dass sie sich dafür jetzt große Kritik anhören müssen, ist vollkommen korrekt. Und ich verstehe auch, dass da durchaus einige auch eine Art Schlussstrich ziehen und sagen, ey, ich möchte nicht, dass sie meine Dateien auslesen. Ja. Verstehe ich auch vollkommen. Und ja, das Ding ist, ich erhoffe mir immer noch, ich werde, auch wenn sie jetzt meine Steam-Dateien ausgelesen haben, haben sie, weil ich persönlich bin da, was das leider angeht, ein bisschen schon ja abgegessen, was meine Daten angeht, weil ich benutze auch Google Chrome und keine Ahnung was, was auch alles meine Daten ausliest. Wir sind auf YouTube. Richtig, wir sind auf YouTube, also unsere Daten sind so oder so ausgelesen. Wenn die unbedingt an uns ran wollen würden, könnten sie wahrscheinlich tausende Dateien, ja, Videos, was weiß ich, finden, die sie gegen uns verwenden könnten. Was kann ich ja aus der Praxis mal sagen, was ich übrigens auch schon merke, dass auf YouTube bei mir, gerade unten in diesen kleinen Anzeigen, immer sehr passende Werbung kommt zu dem, was ich so, ja, ja. Wo ich so war. Bei mir ist schon sehr extrem, was Google angeht. Wenn ich einfach nur bei Google irgendwas, ja, gerade im Internet surfe, was ich ja manchmal für Anzeigen, ja, bekomme oder irgendwie so, ich denke, what, ja, the fuck. Aber das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da sind wir einfach abgestumpft. Ja. So dem gegenüber. Ist nicht gut. Das ist nicht gut, so, dass wir abgestumpft sind. Genau, das ist nicht gut. Da können wir auch wirklich jeden verstehen, der sagt, das geht gar nicht. Ja. Passt mir nicht. Nur das Ding ist, das war jetzt so das, was vor kurzem rausgekommen, genau, ist. Aber dieser massive Hass. Ja, es ist halt schon lange vorher. War schon lange vorher da und auch da, ihr kennt uns, wir sind immer dafür, Kritik zu äußern und wir sind immer dafür, seine Meinung zu sagen und auch durchaus für seine Prinzipien einzustehen und zu sagen, nee, das unterstütze ich jetzt aus diesen und jenen Gründen, ja, nicht, aber es sollte halt immer alles verhältnismäßig sein. Ja. Und ich finde, hier war wirklich vieles absolut nicht verhältnismäßig und ich finde es wirklich lustig, als jemand, der jetzt schon ein betagterer Gamer ist, ja, finde ich es wirklich lustig zu sehen, wie Steam im Moment in den Himmel gelobt, ja, heißt wird, als die Heilsbringer-Firma von vielen. Und ich mich erinnere, als Steam gelauncht ist, hat Valve den Shitstorm ihres Lebens, oh ja, abbekommen. Weil alle so, wie jetzt, ihr wollt die Spiele alle unter eure Macht bringen, ja, und wie jetzt, wir müssen uns da anmelden und wie jetzt, ihr braucht unsere Daten. Ja, ja. Die Welt hat Steam gehasst. Allein was für ein riesiges, wegen Datenschutz und so weiter, was, ja, das für ein Chaos war. Genau. Was befürchtet wurde, was Steam bitte alles an deinen Daten ausliest, ja, was die daran feststellen können. Je nachdem, was für Spiele du spielst, hast du Empfehlungen bekommen, was dir vielleicht gefallen könnte, ja, an Spielen. Ach du Scheiße. Das macht Steam übrigens die ganze Zeit, Leute. Also, ich habe ständig Empfehlungen, weil du dieses Strategiespiel spielst. Wie wär's mit diesem Strategiespiel? Ja. Kriege ich ständig aus Steam. Also, wenn es um Datenschutz geht, ist Steam jetzt nicht gerade der Heilsbringer. Die sind genauso schlimm. Ja. Mindestens genauso schlimm, wie das, was Epic jetzt getan, ja, hat. Ich will Epic nicht in Schutz nehmen. Ich sag nur, Steam macht es auch. Ja. Nur mittlerweile seid ihr es gewohnt und seid abgestumpft, was das, ja, angeht. Wie gesagt, das ist so dieses, leider dieses Abstumpfen, dass man einfach sagt, ja, so agieren große Firmen halt. Ja, es ist so einfach so. Also wir verstehen sämtliche Kritik, ja, die es an Epic gibt. Es ist ein Arschloch-Moves, dass sie zwei Wochen vor einem Launch ein Spiel auf einmal sagen, ist unsers, ist jetzt exklusiv bei uns, ja, ist ein Arschloch-Move, dass das vor allem das Publisher das halt machen, nicht die Entwickler selbst, sondern Publisher einfach über den Kopf der Entwickler es sagen. Also Beispiel dafür war Obsidian, die selber im Nachhinein gesagt haben, wir wussten davon noch gar nichts, ja, dass wir Epic-exklusiv, ja, sind. Das hat ja einfach der Publisher einfach mal schnell beschlossen, weil sie gesehen haben, ey, es bringt uns, ja, besseres Geld. Das bitte auch da nochmal mein Appell, bitte versucht immer Publisher und Entwickler zu unterscheiden. Weil es passiert so oft, ja, dass der Entwickler den Shitstorm abbekommt, ja, obwohl der Publisher eine Entscheidung getroffen hat. Und die Entwickler müssen sich dann wirklich auf Reddit und sonst irgendwelchen Foren müssen sich halt erstmal rechtfertigen. Ey, Leute, wussten davon nichts. Wir sind die, die halt einfach nur das Herzblut in dieses Spiel reinstecken. Ja.
Was der Publisher macht, der Geldgeber, das wissen wir doch nicht. Der ist fürs Marketing zuständig. Ja. Dafür haben wir einen Publisher. Der ist fürs Marketing und für die Verträge zuständig, dass wir wirklich uns auf das Spiel konzentrieren können und nicht uns auch noch um den Scheiß kümmern müssen. Ja, im besten Fall müssen sie sich rechtfertigen, im schlimmsten Fall müssen sie sich mit Morddrohungen und anderem auseinandersetzen. Genau, das Internet halt. Ja. So, also ja, keine feinen Moves, was sie da so abziehen. Dass halt der Epic-Launcher längst noch nicht so weit ist wie der Steam-Launcher, auch vollkommen verständlich. Dass die jetzt so eine Arschloch-Aktion gemacht haben mit Daten auslesen, ist unter aller Sau, darf nicht, geht nicht, soll verklagt werden. Verstehe ich alles, oder verstehen wir alles, dass man deswegen sagt, ey, ich möchte diesen scheiß Epic-Launcher nicht haben. Aber was ich da aber wieder so sehe, ist, man sollte aber auch bedenken, was es für eine Chance bietet, was da gerade auf dem Videospielmarkt geschieht. Ja. Ich sehe doch jetzt schon die Veränderungen, die durch den Epic-Launcher gefühlt passiert sind. Weil, wenn ich es nicht mitbekommen habe, vor kurzem, Valve entwickelt wieder eigene Spiele. Sie haben festgestellt, sie können nicht einfach nur die Geldkau irgendwie melken, indem sie einfach mal schnell so ein Dota-Kartenspiel machen, was mittlerweile tot ist. Und vor allem mit so einem Konkurrenten, der ihnen jetzt ihre Spiele wegnimmt, die ihnen teuer Geld eigentlich einbringt. Ja. Das sind Einnahmeboosten von Steam. Also was macht Steam als logischen Schritt? Entweder sie sorgen dafür, dass ihre Plattform noch besser wird als die von Epic. Oder aber sie sagen einfach, okay, wir machen jetzt selber Exclusives und das geht aber nicht, sondern nur wirklich dann, wenn wir entweder auch teure Deals machen mit irgendwelchen Entwicklern. Aber das wissen sie wahrscheinlich, wenn wir das machen, werden wir auch gehasst von denen vielleicht, weil wir auf einmal sagen, wir sind jetzt Steam-Exclusive. Ja. Das machen wir also lieber nicht. Also entwickeln wir selber Spiele, die wir exklusiv machen können. Ja, und das ist wirklich so. Also ich finde das, wie gesagt, ich finde das wirklich lustig, wie Steam jetzt plötzlich so dieser Heilsbringer für viele ist. Weil ich weiß, vor ein paar Jahren noch, da war die Debatte groß, wie traurig alle sind, dass Valve keine Spiele mehr entwickelt. Ja. Einfach nur deshalb, weil sie es nicht nötig haben. Richtig. So, weil sie haben halt diese Plattform, die wie von selbst Geld druckt im Prinzip, wo sie auch in sämtlichen rechtlichen Belangen sagen, nicht unser Bier. Ja. So, und ja, und jetzt werden sie gezwungen, etwas zu tun. Und sei es, dass sie die Konditionen für die Entwickler verbessern, sodass auch wieder mehr Entwickler sagen, wir veröffentlichen doch wieder auf Steam und Epic oder nur bei Steam oder wie auch immer. Ja. Und oder eben die Spieler wieder mit eigenen, ihrerseits wieder exklusiven Spielen locken. Und das vergesst mal bitte nicht, Steam hat mit Half-Life und Co. mit der Exklusivität und Steam generell mit der Exklusivität auf PCs angefangen. Ja, natürlich. Letztendlich. So, und jetzt wird halt so, ja, wie? Und jetzt wollen das andere auch noch machen. Ja. So, wo ich so denke. Was aber schon die ganze Zeit ist. Ja. Wie gesagt, Origin, Blizzard, Ubisoft, also Uplay, genau, Uplay ist es. Ja. Uplay, da gibt es auch exklusive Spiele. Ja. Ich meine, wie gesagt, Origin, klar, macht immer noch auf Steam auch ihre Spiele, beziehungsweise jetzt halt Epic, weil sie halt bessere Konditionen teilweise haben mit Division. Ja, aber EA hat wirklich nur, ne? Ubisoft hat auf beiden. Ich glaube, EA hat wirklich nur auf Origin ihre Spiele. Oder so. So. Ja, genau. Also wirklich auf Origin ihre Spiele. Also diese Exklusivität auf dem PC existiert schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Weil nun mal die ganzen großen Publisher wie EA und so weiter gesehen haben, ey, wir können unsere eigene Plattform einfach machen. Verdienen wir mehr Geld dran, als wenn wir noch Steam die ganze Zeit die 30% abgeben. Ja. Also von daher, tut jetzt nicht so, dass es nie existiert. Es ist einfach nur, also das ist meine Vermutung wirklich, es ist einfach nur eine Sache der Umgewöhnung, dass jetzt auf einmal eine Veränderung in der Spielelandschaft existiert. Man muss aus seiner Komfortzone rauskommen, muss sich wieder mit einem neuen Launcher beschäftigen. Ja. Und das bedeutet Veränderungen und das ist doof. Ja. Verstehe ich auch vollkommen. Es gibt Menschen, die haben übelste Probleme damit, mit Veränderungen klarzukommen. Das ist vollkommen verständlich. Es ist doof. Und ich muss auch zugeben, mir wäre es auch lieber, wenn halt einfach alles auf einer Plattform ist. Ja. Ich meine, bei mir ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich hole mir zum Beispiel längst nicht die ganzen Sachen, was Fernsehserien oder hier Netflix etc. angeht, da hätte ich lieber, dass alles auf einer einzigen Plattform existiert, anstatt dass ich jetzt 5 unterschiedlichen Plattformen irgendwie mein Geld in den Rachen schmeißen muss, nur um mir eine Serie zu gucken. Dasselbe ist natürlich auch bei den Plattformen. Die sind zum Glück alle kostenlos, aber das ist genauso. Ich hätte lieber alles in einer Plattform vereint, anstatt dass ich mir 5 verschiedene Launcher runterladen muss. Aber das ist, finde ich, wirklich der große Punkt. Es ist alles kostenlos. Richtig. So. Und ja, das ist halt wirklich so. Wir haben jetzt auch gerade viele Sachen aufgelistet mit Valve wird wieder Spiele entwickeln. Valve wird sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie die Konditionen für Spieler und Entwickler wieder verbessern.
Und Epic bietet kostenlose Spiele für euch an und so weiter und so fort. Und allein durch diese Konkurrenz, weil jetzt wirklich mal ein genauso großes Gegengewicht da ist, profitieren am Ende wir Spieler. Ja, wir werden extrem davon profitieren. Und also ich war wirklich so, als der gelauncht ist, dieser Launcher, war ich so, oh, cool. Gut für die Entwickler, gut für uns. Ja. Und dachte wirklich so, das wird das Internet auch so sehen. Und war wirklich völlig überrascht, dass alle so, was? Und wie können sie Steam ablösen wollen? Und war halt so, huch. Warum? Was passiert denn hier? Das Geile ist ja auch noch, dass ja allein zum Beispiel Metro, zumindest in Amerika war es so, ist Metro günstiger bei Epic gestartet, weil die Konditionen besser waren. Deswegen hat der Entwickler, der Publisher gesagt, so, ey, wir können das Spiel auch für 52 Euro rausbringen. Irgendwie so war FSK, anstatt die vollen 60 Euro, war es irgendwie 18 oder 8 bis 10 Euro billiger oder irgendwie sowas. In Amerika. Oder Dollar, genau. Billiger. Europa war das doch nicht so, aber kann auch hier in Europa dann so sein, dass Spiele günstiger dadurch sogar werden. Ja. Also es gibt doch, wenn man es mal genau betrachtet, also viel mehr Vorteile als Nachteile. Ja. Also und das ist, finde ich, da wird aus meiner Ansicht nach, das könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, bitte hatet uns nicht zu Tode, wird sowieso passieren. Ja. Aber aus meiner Sicht wird da aus Gemütlichkeit werden sämtliche Vorteile für die Spieler, für die Entwickler und für die ganze Industrie ignoriert. Weil man sieht es doch gerade im Filmbereich gerade, sind sich alle einig, es ist nicht gut, dass Disney 50% von Hollywood hat mittlerweile mit dem Fox-Deal. Ja. Das ist nicht gut, dass Disney mittlerweile so ein Monopol hat, dass allein Disney 3-4 Filme pro Monat rausbringt. Ja. So, und die anderen völlig verschluckt werden von diesem Monstrum. Ja. So, und jetzt sind wir bei Videospielen und da sage ich genauso, es ist nicht gut, wenn es so ein Monopol gibt. Ich bleibe auch dabei, es ist gut, dass es es gibt nun mal Konsolen und es ist gut, dass es mehrere Konsolen gibt, die miteinander konkurrieren müssen und die sich bemühen müssen, in dem Fall die bestmöglichen Spielerlebnisse auf ihre Plattform zu bringen, um Spieler zu locken. Über Konsolenexklusivität kann man sich nochmal ganz besonders streiten, aber gerade auf dem PC, wo alles kostenlos ist, sage ich, es ist gut, dass Steam dieses Monopol verliert, weil es letztendlich für alle Beteiligten außer Steam nur Vorteile bringt. Und für Steam vielleicht am Ende sogar auch, wenn sie sich wieder besser entwickeln. Und stellt euch mal vor, am Ende hat Epic dafür gesorgt, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber hat Epic dafür gesorgt, dass Half-Life 3 erscheint. Ja. Oder Portal 3. Oder Left 4 Dead 3. Ja. Oder was ganz Neues. Ja. Und was nur nicht Artifact ist. Artifact 2. Artifact 1 hat nicht funktioniert, aber Artifact 2, das wird klappen. Ja. Wie gesagt, also wir sehen, wir verstehen die große Kritik, die es an den Epic Launcher gibt, aber wir finden, dass die Vorteile die Kritik etwas mehr überwiegen. Ja. Einfach weil allgemein Konkurrenz belebt das Geschäft und am Ende sind wir User die lachenden Dritten. Ja. Weil wir werden nur Vorteile davon haben. Und gut, ein paar Daten werden gemobst, ist scheiße. Ja. Die Epic muss dafür bestraft werden. Aber trotzdem hoffe ich, dass sie weitermachen werden und Steam bei den Arsch treten werden. Ja, das wird dann halt ein Gericht tun mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, weil das halt einfach illegal ist, was sie da getan haben. Und wie gesagt, das nochmal, das soll kein, ach, jetzt habt euch nicht so sein. Das ist wirklich rein unser, haben sie halt noch ein paar Daten mehr. Ja. So, und aber bei mir ist es halt auch so, dass ich sage, ich habe den Epic Launcher noch nicht. Aber ganz ehrlich, hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo Ashen rausgekommen ist, mehr Geld gehabt, hätte ich ihn auch schon. So, spätestens mit The Outer Worlds wird auch der auf meinem PC landen und für mich wird es sein ein, okay, ich überspringe nochmal die AGB, drück auf okay, gebe mein Passwort ein und dann klicke ich halt da drauf statt auf Steam. Ja. So, und dann kann ich das Spiel genauso spielen, als würde ich es auf Steam kaufen. Richtig. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir soweit drüber sagen können. Schreibt gerne in Kommentare, was... ich habe gerade 9 Minuten gelesen. 9 Minuten? Schreibt gerne in Kommentare, welche Kritik habt ihr noch so weiter an Epic? An den Epic Launcher, findet ihr es in Ordnung, dass ihr jetzt mehrere Launcher irgendwie haben müsst, nach dem Motto, seht ihr es vielleicht auch nicht ganz so schlimm irgendwie oder sagt ihr wirklich, nee, dieses Ding, was Epic da sich geleistet hat mit den Datencloud, das ist mir einfach nichts. Ich möchte nicht doch jemand meine Daten geben. Wie gesagt, es ist vollkommen verständlich, wenn ihr sagt, dass ihr dann
Das ist sogar gut, wenn ihr noch nicht so abgestumpft seid wie wir, was die Daten angeht. Das ist sehr, sehr gut. Versteht mir uns nicht falsch. Das ist gut. Haltet das bei, ja. Dass ihr wirklich euch um eure Daten sorgt. Schreibt es gerne alles in die Kommentare. Wir schreiben da gerne mit euch. Und ja, bitte hasst uns nicht ganz so doll im Grund und Boden, dass wir nicht ganz so negativ über den Epic Launcher berichten und ja. Uns der reinen Kritik anschließen, sondern dass wir auch mal was Positives gegenüber Epic haben und gegenüber den Epic Launcher. Ja. Gut. Ich glaube, das könnte mal wieder einer dieser Podcasts sein, der ziemlich fleißig. Aber gut, dann ist es so. Gut, dann vielen lieben Dank an alle, die bisher geschaut haben. Schaut gerne noch bei den anderen Podcasts hier bei Gaum Entertainment vorbei. Bald kommt zum Beispiel unser 10-Jahres-Rückblick-Podcast, was ist eigentlich so 2009 erschienen. Ja. Und natürlich war jetzt auch vor kurzem unser Sekiro Ersteindruck oder Zwischenfazit-Podcast, wie auch immer, ist ebenfalls erschienen und darauf könnt ihr euch gerne freuen und euch das alles anhören. Und ansonsten schaut mal gerne bei Graumen Gaming vorbei, da gibt es ganz tolle Let's Play, Twitch, Livestream-Aufzeichnungen und ähnlichem. Und seid ansonsten auch mal gerne live auf Twitch dabei, wenn wir wie zum Beispiel momentan Sekiro spielen. Ja. Ist sehr lustig, verdammt. Außerdem, wenn ihr diesen Podcast hier seht, dürfte unsere erste Game of Thrones Staffel 8 Folgenbesprechung nur noch eine Woche entfernt sein. Ja, darauf könnt ihr euch auch noch freuen. Game of Thrones Folgenbesprechung. Gut, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend und Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao.